Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück aus der Pause und herzlich willkommen zur letzten Lehreinheit dieser Konferenz. Das ist einerseits total traurig, andererseits wird euch nachher gleich die Moderation eine extrem freudige Botschaft verkündigen, die sich überschreiben lässt mit dem simplen Satz: Das, was ich die letzten Tage gesagt habe, wird es auch in Zukunft immer noch mal wieder zum Hören und zum Sehen geben. Das bedeutet, mir ist bewusst, dass euch da eine Kraftpackung von Themen zugemutet wurde, die vielleicht nicht sofort verdaut ist, sondern vielleicht braucht man dafür ein paar Jahre oder ein ganzes Leben. Ja? Aber ich hab so nachgedacht und gebetet, was ist denn so was steht am Ende dieser Konferenz, die ich begonnen habe, mit dieser Aussage, Regie, kann ich meine Präsentation, yes, fantastisch, die ich so begonnen habe mit meiner Aussage, okay, es geht um Furcht des Herrn. Es geht dann am zweiten Tag um die offenen Hände, den Lebensstil der offenen Hände. Es geht dann um eine Haltung wie Maria von Bethanien, diese Haltung des ausgegossenen Öles. Es hat was zu tun mit so einer Herzenshaltung von dieser verschwenderischen Hingabe. Und dann haben wir gestern gesehen, wie es aussieht, dieses Hineingenommenwerden in die weltweite Perspektive Gottes, was ich genannt habe, Gottes großen Masterplan. Mich hat im Gebet bewegt die Frage, was bleibt am Ende und was soll ich euch mitgeben für den Alltag? Was sind die 5 Schritte zur Transformation oder was sind die 8 Geheimnisse für den Alltag? Was sind die 3 biblischen Prinzipien, wie es sicherlich funktioniert? Und ich habe in der Schrift gelesen und ich wurde ein bisschen unruhig, dass ich sowas nicht gefunden habe. Ich habe nicht 5 oder 8 oder 10 Themen gefunden, von denen betont wird, es ist so wichtig, dass du die festhältst. Das ist so wichtig, dass du die in den Alltag rüberrettest, sondern ich habe speziell ein Thema gefunden und über dieses Thema möchte ich jetzt die letzten 40 Minuten dieser Konferenz sprechen. Im Römerbrief Kapitel 1 lesen wir, wo Paulus schreibt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Paulus sagt, das Evangelium ist nicht nur eine wichtige Information, ist nicht nur eine frohe Botschaft. Das Evangelium hat auch nicht nur Kraft. Er sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Kraft und worauf ich heute Morgen besonders raus will, ist, lest es nochmal, es ist eine Kraft, die rettet. Und hier wird praktisch gesagt, Juden, Griechen, alle, eine Kraft, die jeden rettet. Die Pointe, auf die ich heute Morgen raus will, dieses Evangelium verliert seine Kraft nicht dann, wenn du das einmal verstanden hast oder wenn du einmal gläubig geworden bist, sondern es bleibt weiterhin deine Kraft zur Errettung. Erstaunlicherweise ist das Neue Testament voll mit Ermahnungen, das Evangelium nicht zu vergessen und keinem anderen Evangelium zu glauben, sich nicht einzulassen auf eine Verkürzung oder Verdrehung des Evangeliums. Scheinbar sind wir Christen ständig gefährdet, von der simplen Grundwahrheit des Evangeliums wieder abzurücken. Das ist fast so wie, das ist so unnatürlich für uns Menschen, dass auch wenn wir das einmal hören und verstanden haben, die Gefahr extrem groß ist, dass sich über die Hintertür in unserem Leben was anderes einschleicht, was nicht wirklich das Evangelium ist. Und so möchte ich heute zum Abschluss sprechen über 4 Fallen des echten Lebens. Oder des wirklichen Lebens, damit meine ich 4 Fallen, in die wir fallen, in die wir tappen können in einem echten Leben. Denn das echte Leben
ist das normale, reale Leben in deinem Alltag. Und das Evangelium und auch alles, was du hier gehört hast während dieser Tage, erweist seine Kraft nicht darin, dass wir am Ende einer Konferenz klatschen können, sondern erweist sich an der Kraft, in deinem Alltag und in deinem Leben sich zu bewähren und fruchtbar zu werden. Daran misst sich das echte Evangelium, weil es Kraft hat. Und es gibt allerdings Fallen, und zwar, ich möchte mal behaupten, nicht unbedingt die offensichtlichsten Fallen, die uns in unserem Alltag leicht immer wieder heimlich abrücken lassen von dem Evangelium Jesu Christi. Lass uns anschauen, was Paulus ein paar Kapitel weiter schreibt. Das ist ein relativ langer Abschnitt. Römer Kapitel 5 lesen wir jetzt 1 bis 11. Ich schreibe mal Römer 5, 1 bis 11. Am besten ist sowas immer, wenn du das in deiner eigenen Bibel mitliest, wenn du eine da hast oder wenn du auf deinem Handy die Bibel hast. Nur wenn du auf deinem Handy hast, dann nicht anstreichen mit einem Stift. Das wäre schlecht für das Display. Oder wenn du zu Hause bist, schlag das auf. Es ist immer gut, sein eigenes. Also ich hab noch so eine Papierbibel, wie es früher gab. Ja, ich habe so mit Anfassen. Ich finde das total toll. Wahnsinn, das ist unglaublich. Das ist also Wahnsinn. Braucht, also lädt wahnsinnig schnell. Die Seite ist sofort da. Batterielaufzeit ewig. Muss man nie laden, muss man nie anstecken. Wahnsinn, das ist echt unglaublich. So, total die analoge Optik, fast so wie Instagram. Also echt toll. Ja. Nicht so, echt. So used Optik, bisschen Hipster, ist echt ziemlich gut. Ja, alle meine Freunde beneiden mich, gell? Die nehmen ihre iPhones, machen Fotos, sagen, ja, das ist ein Buch, das ist eine Bibel, hatte früher jeder. Okay, Schluss. Lass uns lesen, Römer 5. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ich lese euch die restliche Passage auch gleich nochmal vor, aber dann springen wir zurück auf diesen Vers. Gerecht gemacht aus Glauben, dann mehr noch, Vers 3, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht worden sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. So, das ist diese Passage. Jetzt sagst du, mit welchen vier Fallen des echten Lebens hat denn diese Stelle zu tun? Es gibt subtilere Fallen. Ne? Du kannst sagen, eine Falle ist, okay, du wirst zum Alkoholiker. Das ist natürlich total schlecht, aber es gibt Fallen, die noch deutlich weniger offensichtlich sind und die auch bewirken, dass wir von diesem Evangelium abrücken. Lass uns mal genau anschauen, was hier steht. Gerecht gemacht, und zwar wie? Hier steht gerecht gemacht, aus Glauben haben wir Frieden durch Jesus Christus. Und jetzt, ganz wichtig, durch ihn haben wir einen Zugang erhalten, und zwar Zugang wozu? Zugang zu einer ganz besonderen Gnade, steht hier. Jetzt, ihr Lieben, diese Botschaft von der Errettung durch Glauben und durch Gnade, das kennen wir vielleicht so ein bisschen als theologisches Thema. Es wird aber sehr lebenspraktisch, denn es gibt eine Falle und eine Versuchung, die in unser Leben reinschleichen kann, und zwar besonders dann, wenn es gut läuft.
Es gibt ja Dinge, davor haben wir Angst, die uns passieren können, wenn es schlecht läuft, wenn jemand sterben würde oder wenn wir kein Geld mehr hätten. Aber das ist eine Falle, die besonders dann verführerisch ist, wenn es gut läuft. Und ich nenne diese Versuchung Vertrauen auf unsere eigenen Leistungen. Vertrauen auf unsere eigenen Leistungen. Das ist eine Sache, die nicht so, wie soll man sagen, nicht so evident ist, nicht so offensichtlich, dass wir eines Tages aufwachen und sagen so, also heute vertraue ich total stark auf meine eigenen Leistungen. Es ist eher ein innerer Blick auf mich selbst, mit welcher Haltung komme ich vor Gott. Und dann erkenne ich es auch immer, ein innerer Blick, eine innere Haltung, mit welchem Blick schaue ich auf den Menschen, der nicht so viel leistet. Jetzt, Freunde, ihr müsst gut verstehen, es gibt Gedanken, die wir uns erlauben oder nicht erlauben. Das ist hier im Kopf. Aber dann gibt es Gefühlsregungen, die springen spontan auf. Ja? Und wenn wir sagen, okay, ich weiß schon, es ist schlecht, über diese Leute so zu denken und ich sollte nicht so stolz sein, kann das ein Muster von Selbstrechtfertigung sein. Denn die Wahrheit ist, eigentlich ist diese Empfindung schon da. Die Empfindung ist eigentlich da, zu sagen, hey, der bringt nicht viel. Und bei mir jetzt in meinem geistlichen Leben, ja, also ich bin nicht mehr so ganz, wie es einmal am Anfang war. Der Herr ist nicht nur interessiert so an unseren Kopfentscheidungen, ich weiß schon, ich sollte nicht so fühlen, sondern er will hier auf dieser Ebene unser Herz weich machen, so wie wir gestern Abend gebetet haben. Unser Problem ist wirklich, und da sind wir ganz, ganz, ganz wieder am Anfang bei dem Thema von Götzendienst, bei dem Thema von offenen Händen. Unser Problem ist wirklich, dass unsere Selbstevaluation immer verdreht ist. Nochmal. Unsere Selbstevaluation, wie wir uns selber bewerten, evaluieren heißt werten, wie wir uns selber bewerten, das ist immer verdreht. Und zwar entweder sehen wir uns zu erbärmlich, als wir sind, oder wir sehen uns als zu grandios, wie wir sind. Und beide Sehstörungen resultieren aus dieser Falle. Denn der überheblich ist, vertraut zu sehr auf seine eigenen Leistungen. Und der niedergeschlagen ist und verzweifelt, vertraut auch zu sehr auf eigene Leistungen. Er sagt nämlich, nur meine besseren Leistungen würden mich annehmbarer vor Gott machen. Und weil ich diese Leistungen nicht habe, kann ich gar nicht anders als verzweifeln. Beide sitzen der gleichen Lüge auf. Für beide, und wie sehr sind wir alle davon immer wieder betroffen, für beide ist dieses Evangelium von gerecht gemacht aus Glauben so weit weg und so schwierig zu glauben und gleichzeitig so befreiend. Freunde, weil unsere Selbstbewertung notwendigerweise fehlerhaft ist, sagt Jesus, sollen wir auch zurückhaltend sein mit der Bewertung anderer. Weil Jesus sagt, weißt du schon, in deinem eigenen Auge, da hängt so richtig viel Zeug drin, du siehst gar nicht klar und du siehst deinen Bruder auch nicht so klar. Freunde, auch unsere guten Werke, auch unsere frommen Taten sind durchzogen mit, naja, also ich tue das schon nur für den Herrn, aber gleichzeitig fühlt es sich auch ziemlich gut an. Und das ist nicht so schlimm. Es ist deswegen nicht so schlimm, weil der Herr uns liebt. Okay? Und weil er einen Weg mit uns geht. Ja, ich habe 4 Kinder, ist es nicht so, wenn ein Kind sich mal nicht gut benimmt oder bei Tisch nicht schön da sitzt, nicht so, dass ich denke, also ich bin total verzweifelt, was soll ich mit dem Kind noch machen? Nein, ich liebe dieses Kind und ich habe Vertrauen, so, das wird schon einen guten Weg gehen. So ähnlich geht Gott mit uns um, aber wir sollten vorsichtig damit sein, uns selber zu bewerten und andere zu bewerten. Das ist tatsächlich meistens die Versuchung der Leute, einmal mehr sage ich das auf der Konferenz, es ist die Versuchung der Guten, es ist auch tatsächlich die Versuchung der frommen Menschen. Es durchzieht subtil häufig auch das Fromme und das Religiöse, doch dieses Vertrauen auf die eigene Leistung. Es gibt noch eine andere subtile Form, die ich
überwältigend finde. Sehr interessant. Jemand hat neulich den Satz gesagt, dass der Theologe Tim Keller aus New York, den ich einen eindrucksvollen Autor finde, er sagt folgenden Satz. Manche Leute sagen ja, an was jemand glaubt, was die Lehre, die Lehrmeinung von jemandem ist, das ist nicht so wichtig, solange man authentisch lebt. Hast du es schon gehört? Es ist egal, wie man genau, ob du das glaubst oder das glaubst, Hauptsache, das ist ein guter Mensch. Hey, solange es ein guter Mensch ist, solange der ein liebevoller und guter Mensch ist und authentisch lebt, ist es okay. Hast du schon mal gehört den Satz? Er sagt, die Aussage, dass die Lehrmeinung nicht so wichtig sei, sondern nur das gute Leben, das ist selbst eine Lehrmeinung. Und zwar die Lehrmeinung von der Rettung durch Werke. Aua! Nochmal, die Meinung, dass Lehre oder Theologie oder Lehrüberzeugung nicht so wichtig ist, sondern nur wie jemand lebt, das ist selbst eine Theologie. Und zwar die Theologie der Errettung durch gute Werke. Denn auch unsere guten Werke sind nicht nur gut. Die sind schon auch gut, aber nicht nur gut. Es ist nicht so, dass der Herr nicht auch da noch erlösend und rettend rein müsste mit seiner Gnade. Und das ist die unglaubliche, erlösende, freimachende Botschaft des Evangeliums, dass er das tut. Es bedeutet nicht, dass alles, was wir tun, nur falsch ist und Gott überhaupt keinen Gefallen hat. Gott hat total Gefallen daran. Das ist genauso, wie wenn ein kleines Kind mir ein Bild malt. Es sieht aus wie Kraut und Rüben. Ich erkenne kaum, was es sein soll. Ich sage, hey, ich freue mich total an dir. Das ist ein schönes Bild. Gleichzeitig weiß ich, okay, das wird noch besser im Laufe der Jahre. Okay, muss er noch dran arbeiten und so. Gott freut sich authentisch an uns und gleichzeitig bleiben wir erlösungsbedürftig. Ist es nicht wunderbar? Oder so ein anderes Beispiel von diesem Vertrauen auf Leistung. Ich bin ja ein Sprecher oder ein Verkündiger so praktisch. Ja. Ich erzähle ja so Geschichten und ich höre immer wieder so Sachen. Johannes, lebst du das auch überhaupt? Und nur wenn du das mit deinem Leben auch bezeugst, ist das wahr. Und ich bin dann innerlich hin und her gerissen, weil das an Kernwahrheit. Der Kernwahrheit ist, dass ich als erster von allen aufgerufen bin, das auch wirklich zu leben. Aber jetzt kommt's. Diese Botschaft, die ein Verkündiger verkündigt, wird nicht dadurch wahr, dass er es lebt, sondern es wird dadurch wahr, dass Gott es durch Jesus Christus geoffenbart hat. Und nicht mein Leben ist der Gegenstand der Verkündigung, sondern ich kann versuchen, ich kann versuchen, mit Gottes Hilfe den Heiligen Geist einladen, mein Leben umzuformen zu dem, aber nicht mein großartiges Leben gibt dieser Botschaft Gewicht, sondern das Gewicht kommt durch Jesus Christus, nicht durch den Verkündiger. Und da gibt es oft mal so eine Verschiebung, dass Leute sagen, schau sie doch selber an, die leben das doch gar nicht. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Genau, ich lebe das gar nicht. Der Johannes Hartl lebt das alles gar nicht, was er sagt. Genau, weil wenn ich das alles leben würde, was ich sage, hey, was wäre ich für ein Mensch? Also ich hoffe, weißt du, ich bin auf dem Weg dahin und so bist du und so ist jeder andere. Wir sind alle Menschen, die das Wort hören und die Jesus lieben und sich von Jesus umwandeln lassen. Aber nicht mein überzeugendes, eindrucksvolles Leben gibt dem Gewicht, weil so groß ist mein Vertrauen auf meine Leistung gar nicht. Aber mein Vertrauen ist extrem groß auf den, von dem diese Worte stammen, die ich euch hier präsentiere. Dieses Vertrauen auf die eigenen Leistungen sieht man wie so vieles in der Regel erst, wie wir zum Beispiel auf Kritik reagieren, aber das Thema hatten wir schon so oft. Was kommt als erstes aus mir raus, wenn es Kritik ist? Kommt erstmal praktisch wie eine Reaktion, wie aus der Hüfte geschossen, sofort das, ja, du bist doch selber nicht besser und sofort der Verteidigungsmodus. Oder gibt es da eine Haltung, die Korrektur durch andere akzeptieren kann? Es bleibt eine Aufgabe für uns alle, ist für niemanden einfach. Ich will eine zweite Gefahr, eine zweite Falle des Alltags nennen. Und zwar, ich habe am ersten Tag über das Leiden gesprochen und Paulus schreibt Erstaunliches über das Leiden. Lest mal. Mehr noch. Wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung,
Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ihr Lieben, es gibt eine Gefahr, eine Falle, die ich nennen möchte, Erschöpfung durch Leiden. Ich habe wiederholt davon gesprochen, dass Leiden in der Welt vorkommt und auch ein Stück weit normal ist und so. Ja, aber das zu wissen, bringt dir noch gar nichts, wenn du selber durch Desaster und Leid gehst. Und ich glaube, dass jeder, der mal ernsthaft gelitten hat, sagen kann, ich war innerlich eigentlich nicht darauf vorbereitet. Denn wenn Leiden, wenn wirkliche Tragik sich ereignet, kommt es nicht so, wie man sagen kann, ich war eh schon darauf vorbereitet. Was mich bewegt, immer wieder bewegt, ist, wie realistisch die Bibel einschätzt, das Leiden, das es gibt. Da wird einfach nichts verschönigt, da wird nichts verziert. Weder im Buch Hiob, noch im Neuen Testament, noch in der Offenbarung wird Leiden weggelogen. Und ich träume so davon, von einer Kultur unter uns Christen, auch für mein eigenes Leben, dass wir unser Herz auf Leiden vorbereiten. Und das ist weit davon entfernt, davon Leiden zu glorifizieren. Sowas gab es auch manchmal. Das Leiden ist nicht an sich gut. Ist auch nicht so, dass möglichst viel gelitten werden muss, damit dann was Gutes draus werden kann. Das Leiden ist ein Teil unserer gefallenen Welt. Okay? Aber das im Glauben und in Liebe zu Jesus bestandene Leiden hat eine Durchschlagskraft, die noch über das Gesundsein hinausgehen kann. Oder noch über das, es lief alles glatt, hinausgehen kann. Und von diesem Prinzip scheint Paulus hier zu sprechen. Schaut mal mit mir rein. Wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnisse, denn wir wissen, die Bedrängnis bewirkt etwas. Die Geduld bewirkt etwas. Die Geduld wiederum bewirkt etwas, Bewährung und so weiter. Es sieht fast so aus, als könne durch dieses glaubensvolle Bestehen der Bedrängnisse etwas im Herzen des Menschen geläutert werden und reifen, was auf andere Art und Weise offensichtlich nicht zum Vorschein kommt. Auch hier wieder, das bedeutet nicht, dass Gott die Ursache von Leiden ist und Gott das Leiden will. Aber das heißt, dass das Leiden eines Christen nicht sinn- und nicht ziellos bleiben muss. Aber das bedeutet, dass wir unser Herz rüsten sollten, zu sagen, Herr, nicht jedes Leiden wirst du vermeiden. Aber ich habe eine Möglichkeit, mein Herz darauf vorzubereiten, zu sagen, Herr, wenn du mir durch das Leiden hindurch einen Weg weisen möchtest, dass genau das hier wächst, dass Hoffnung wächst, dass Geduld in mir wächst, dass Bewährung wächst, dann will ich bereit sein, mit dir diesen Weg zu gehen. Freunde, was hier alles steht, ist ja sehr gewaltig. Wer wäre denn eigentlich gern ein Mensch, der geduldiger ist? Ja? Es gibt Leute, die gelitten haben und in denen eine Weite und eine Geduld ist. Bewährung. Bewährung bedeutet, hey, man sagt vielleicht nicht ganz so schnell irgendwas, sondern das, was man sagt, hat mehr Gewicht, weil man weiß, es ist wirklich bewährt. Weil man weiß, das ist nicht Blabla, sondern das ist durch ein Leben bewährt. Und die Bewährung schließlich bewirkt nicht Verzweiflung vor lauter Leiden, sondern bewirkt Hoffnung. Es gäbe so viel über das Thema noch zu sagen. Ich habe auch ein neues kleines Buch dazu geschrieben. Das heißt, wenn die Seele weint. Aber es ist ein Lebensthema, auch eines, über das zu sprechen, ich mich nicht kompetent fühle in meinem Alter und in meiner Lebenserfahrung. Ich wünschte mir, darüber jemanden zu hören, der viel gelitten hat und alt geworden ist. Aber trotzdem ist es wichtig, dass auch, das ist ein Teil des Evangeliums, das Paulus uns hier mitgibt. Lass uns weiterschauen. Ich sage diesen Punkt einfach nur, weil es Menschen gibt, die insgeheim die Hoffnung haben, einmal mehr, mein Gott wird mich nie enttäuschen.
Wenn ich nur fest genug glaube und lang genug bete, wird jedes Leid von mir ferngehalten werden. Und es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, sondern die Verheißung ist, du kannst durch Feuer gehen. Die Verheißung ist, dein Herz kann sogar weiter, gegründeter, heiler und liebender werden, sogar durch Bedrängnis. Das ist die Wahrheit. Und ja, der Herr wird immer wieder auch Wunder tun und Krankheiten heilen und Bedrängnisse freihalten. Ja? Das ist aber nicht die einzige und ausschließliche Möglichkeit, wie er sich verherrlichen kann. Römer 5, Vers 6, lass uns das anschauen. Lange Passage. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er ja doch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht worden sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Die wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden erst recht mit ihm, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. In welche Situation spricht der Paulus hier? Er spricht hier von einem Vorher-Nachher. Er spricht hier nicht zu Frischbekehrten, sondern er spricht hier zu Leuten, die schon lange unterwegs sind, die er fast erinnern muss, hey, als Jesus dich errettet hat, da warst du noch weit weg von ihm. Als Jesus dich errettet hat, da warst du sogar Gottes Feind. Es ist interessant, dass er sagen muss, schau, erst recht würde er das jetzt auch tun. So als stünden diese Christen in Gefahr, das zu vergessen. Und das zu vergessen ist eine der Gefahren und eine der Fallen im richtigen Leben. Und ich nenne diese Gefahr Selbstdisqualifizierung. Was eine Disqualifizierung ist, wissen wir aus dem Fußball. Das ist, dass jemand nicht mehr mitspielen darf. Du bist nicht mehr im Rennen, du bist jetzt draußen. Es gibt eine Tendenz, eine Gefahr, eine Versuchung, im geistlichen Leben zu verzweifeln, weil man irgendwann denkt, oh, ich habe mir gedacht, dass diese Prozesse mit dem Herrn viel schneller gingen. So, ich habe ein paar Durchbrüche erlebt in dem Bereich, aber in dem anderen kommen sie nicht. Und dann lesen wir, das Leiden soll Geduld bewirken und Geduld Bewährung. Das wäre eigentlich Gottes Plan, dass aus Geduld Bewährung wird. Aber stattdessen neigen wir dazu, zu verzweifeln und zu sagen, okay, an Gott kann es nicht liegen, also muss es an mir liegen. Scheinbar mache ich alles falsch. Und dann kommen so Gedanken wie, ja, okay, bei allen anderen klappt es, aber mir klappt es nicht. Oder so Gedanken wie, okay, die anderen, die machen das, aber ich stelle mich ganz besonders blöd an, ich bin eine Ausnahme. Und wahrscheinlich irgendwann will Gott bei mir auch nicht, weil bei mir ist es besonders schlimm, ich bin ein besonders schwerer Fall. Wer hat das Gefühl schon mal gehabt, ich bin ein besonders schwerer Fall? Ja, hebt mal die Hand. Oh, wir sind in total guter Gesellschaft, sind wir hier. Wir sind in total guter Gesellschaft. Weil das Tolle ist, ja, das sind immer die Leute, die sagen, ich glaube schon, dass der Herr alle liebt, nur mich nicht. Dann sage ich, also so besonders bist du auch wieder nicht. du musst dich mit dem begnügen, was wir alle bekommen, die bedingungslose, totale Liebe Gottes. Ja, das ist, aber diese Gefahr der Selbstdisqualifizierung, das ist im Letzten genau das, was der Petrus getan hat, nachdem er Jesus verleugnet hat. Petrus sagt, er geht wieder fischen. Warum geht er wieder fischen? Weil er gedacht hat, er ist nicht mehr im Spiel, er ist kein Apostel mehr. Nicht Jesus schickt ihn weg, nachdem er ihn verraten hat. Jesus sagt nicht so, ich kann ihn nicht mehr brauchen, du gehst jetzt. Sondern er disqualifiziert sich selbst. Und was macht Jesus? Jesus macht Frühstück. Jesus sitzt am Ufer des Sees und macht ihm was zu essen und stellt ihm dann nur eine Frage, nämlich die Frage, liebst du mich? Freunde,
diese Stelle hier hat es total in mich. Hier steht, erstmal, es ist schon unglaublich, ja, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht worden sind. Weißt du, dass du durch das Blut Jesu gerecht gemacht worden bist? Nicht nur so irgendwie, du bekommst irgendwie Zugang, gerecht gemacht worden. Und jetzt werden wir erst recht, also als ob das noch nicht genug wäre. Du bist nicht nur gerecht, sondern du wirst erst recht jetzt vor Gottes Gericht gerettet werden. Und dann sagt, Gott hat seine Liebe darin erwiesen, dass er für dich gestorben ist, als du Feind Gottes warst. Und Paulus sagt, schau mal her, ist es nicht witzig, als du gar nichts von Gott wissen wolltest, als du weggelaufen bist von ihm, als du gesündigt hast, da hattest du Glaubenszuversicht, dich in seine Arme zu werfen und zu glauben, dass Gott dich trotz deiner Versagen und Fehler annimmt und liebt. Aber jetzt, ein paar Jahre später, weil du zu wenig Gebetszeit gemacht hast und einmal über deinen Mitchristen gelästert hast, glaubst du, dass die Gnade Gottes irgendwie vorbei ist oder so. Oder jetzt reicht es nicht mehr. Einmal zu oft. Und Paulus sagt, das kann doch nicht sein. Wenn Gott bereit ist, seinen Sohn für dich hinzugeben, wenn du sein Feind bist, wie empfindet er denn jetzt, wo du sein Freund bist? Und die Antwort ist mit absolut überschwänglicher Gnade. Und ihr Lieben, du brauchst das Evangelium der Errettung durch Jesus. Nicht nur am Anfang deines Glaubenslebens, sondern jeden einzelnen Tag. Denn auch die Versuchung, dich selber zu disqualifizieren, dich aufzugeben, zu verzweifeln oder auf deine eigenen Werke zu vertrauen, die wird nicht schwächer über die Jahre hinweg, sondern die kommt immer wieder neu. Und deswegen ist diese Botschaft, die ich nenne, Schritte zur Transformation, ist eigentlich nur ein Schritt zur Transformation. Der Schritt immer wieder neu zurück zu diesem Evangelium, das die Kraft Gottes ist. Die Kraft Gottes nicht nur am Anfang des geistlichen Lebens, sondern täglich neu. Täglich neu. Es ist ein überwältigendes, es ist ein wunderschönes, es ist ein herrliches, ein befreiendes Evangelium. Die vierte und letzte Versuchung in einem Alltag. Es ist ja so, dass das normale Leben passiert. Und wir richten uns nach und nach in unserem geistlichen Alltag ein. Wir gewöhnen uns an gewisse Rituale und Abläufe. Rituale sind übrigens auch nicht schlecht. Einfach zu wissen, hey, ich mache jeden Morgen das, ich gehe da in die Kirche oder ich gehe da beten, das ist absolut hilfreich, wir Menschen sind so gebaut. Aber trotzdem ist in allem Religiösen, also in allem, wo der Glaube so zum Vollzug wird, ist so die unterschwellige Gefahr, dass es dann wieder so eher so ein eigenes Programm wird, eine eigene Leistung und dass diese Haltung der offenen Hände, diese Kapitulation, dieses Ausgießen von allem, über was wir die Tage so viel gesprochen haben, dass uns die Haltung schleichend abhanden kommt und dadurch auch die Frische und die Freude abhanden kommt. Deswegen ist es interessant, wie der Paulus diesen Abschnitt fortsetzt, Vers 11. Er sagt erstmal, wir rühmen uns sogar unserer Bedrängnisse und so. Jetzt sagt er mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Nochmal, er sagt, wir rühmen uns der großen Hoffnung, die wir haben. Dann sagt er, wir rühmen uns sogar unserer Bedrängnisse. Und dann sagt er, wir haben sogar Zuversicht vor Gott, wenn wir jetzt immer mal wieder Mist bauen, können wir zurückkommen zu ihm. Und jetzt setzt er noch eins drauf. Man muss genau hinschauen, um zu sehen, was hier steht. Wir rühmen uns Gottes. Was heißt denn, wir rühmen uns? Wann rühmt man sich denn? Das ist übrigens einer der deutschen Verben, das den Genitiv regiert. Also zweiter Fall, ich rühme mich dessen. Also nicht, ich rühme mich von was so. Ich habe mal Deutschlehrer gelernt, das war eine schöne Zeit. Jetzt, also, schön, immer so Wissen mal an den Mann bringen zu können, ist einfach schön, wenn man mal was weiß. Oder was ist bevölkerungsreichste Land Afrikas ist. Ich weiß es nicht, aber das wäre zum Beispiel jetzt auch interessant. Okay, wir rühmen uns Gottes. Oder interessant, gestern eine Statistik gesehen, wo man in Deutschland statt des einzig richtigen Wortes Krapfen so komische Sachen sagt wie Pfannkuchen oder Krebbel oder Berliner.
oder Faschingskrapfen, sagen die sagen manche in Österreich. Andere sagen Krapfen, das sind ja verschiedene. Fantastisch. Also wieder was gelernt, gell? Interessant. Also rechts unten Krapfen, links unten nach oben zieht sich Berliner durch, nur rechts so oben ist Pfannkuchen und so in der Mitte ganz weniger. Da kommt meine Frau her, da ist dann Krebbel. So. Wieder was gelernt, ja, wieder was gelernt. So. Das Doofe ist, dass von dieser Botschaft in erster Linie das bei ganz vielen hängen bleiben wird. Also, okay. Ja. Wir rühmen uns des Krapfens. So. Und was Paulus hier sagt ist, okay, wir rühmen uns, wir können uns glücklich preisen sogar inmitten von Leiden, inmitten von allem. Aber jetzt sagt er, wir rühmen uns sogar Gottes. Und sich etwas rühmen ist auch sowas Ähnliches wie ich prahle mit. Also er sagt, eigentlich können wir richtig angeben, dass wir Gott kennen. Weißt du, wenn du irgendeinen Promi kennst, sagst du, hey, ich kenne ihn persönlich, ich war im Abendessen hier bei dem und dem und ich war auf einer Mehrkonferenz, da habe ich einen Prinz gesehen und so, ja. So dieses Ding. Und Paulus sagt, hey, ich kann mal echt prahlen, ich kenne Gott richtig gut persönlich. Und der Witz ist, es gibt eine Tendenz in uns Menschen, dass wir, je länger wir auch im geistlichen Leben gehen, vergessen, wie unglaublich und wie unauslotbar wirklich diese Tatsache ist, hey, dass wir echt mit dem reden dürfen und so, dass wir den echt kennen, dass wir den echt persönlich kennen, dass wir aufhören zu prahlen mit Gott. Und ich nenne das Gegengift gegen viertens die Falle der geistlichen Langeweile. Geistliche Langeweile. Geistliche Langeweile bedeutet einfach nur, dass wir uns gewöhnen an das Normale in unserem Glauben. Aber das Problem ist, das normale Programm weiterzuführen, hält in der Regel das Feuer in unserem Herzen nicht am Brennen. Und Paulus ermutigt uns, hey, prahle über Gott. Von was prahlst du? Ja, in der Regel von dem, worauf du total stolz bist. Und auf was bist du total stolz? Du bist vielleicht, das wenn es eher so die materiellen Sachen, echt stolz, ja, neues MacBook Pro hier, Wahnsinn, ja, oder neues Auto, ein neues Haus. Vielleicht bist du auch stolz auf deine gute Erziehung, ja, die gute Familie, aus der du kommst, oder deine wohlerzogenen Kinder, die alle schon Klavierunterricht haben mit 8 Monaten und so. Und Paulus sagt, du, ja, oder auch in deinem Gebetskreis kommen 3-mal so viele wie in den anderen und so. Also es gibt ja alle, womit du auch geistlich Erfolg haben kannst. Und Paulus sagt, ja, schön und gut, aber prahle damit, dass du Gott kennst, dass du Gott kennen kannst. Und das wird einfach, das wird im Laufe der Jahre nicht automatischer und nicht einfacher. Oft haben Menschen, die frisch zum Glauben finden, so eine Unbeschwertheit, dass sie sagen, ey, ich will die ganzen Lobpreis-CDs rauf und runter hören und ich kann gar nicht genug lesen von der Bibel, wie Josef Müller erzählt hat. Einfach die Bibel verschlungen im Gefängnis. Und wenn du die fragst, ja, und ist es dir wichtig, auch mal auf einer Bühne zu stehen? Keine Ahnung, mir reicht es, mich hinein zu vergraben in dieses Buch und diesen Gott kennenzulernen. Ich lade dich ein, neu über ihn zu prahlen, neu zu sagen, hey, das, was mich ausmacht, ist nicht meine Ausbildung, mein Beruf, mein Einkommen, meine Familie, meine wohlerzogenen Kinder oder das Haus, in dem ich lebe. Was mich ausmacht und worüber ich prahlen kann, ist, dass ich Zugang zu diesem Gott habe. Ihr Lieben, wenn wir diese 4 Schritte oder diese 4 Fallen des Lebens durch Schritte der Transformation ersetzen, das bedeutet, mit einem Zurück zum Evangelium immer wieder neu ersetzen, dann wird all das, wovon wir hier die Tage gesprochen haben, in deinem Alltag genauso relevant oder sogar noch relevanter sein als hier in Augsburg. Jesus sehnt sich danach, dein Ein und Alles zu sein. Er will dich lehren, einen Weg des Lebens mit geöffneten Händen. Einer, der Gott total ernst nimmt, weiß, mit wem er es zu tun hat. Man nennt es auch Gottesfurcht. Ein Weg des Lebens, ein Weg der radikalen Hingabe, des sich Ausgießens ist.
der perfekt in seinen globalen Masterplan passt, in der heutigen Stunde und weit darüber hinaus, und gleichzeitig ein Weg, der uns immer wieder zum Einfachsten vom Einfachen zurückführt. Hör mir mit diesen Leuten auf, die den Glauben immer kompliziert machen. Das Evangelium ist überhaupt nicht so kompliziert. Das ist im Wesentlichen das Evangelium, das ich euch vorher vorgestellt habe. Und es ist die Kraft Gottes, die rettet jeden Juden, Griechen, Heiden und sogar deutschsprachige Katholiken. Ja? Und für uns alle ist das Evangelium, ist das Evangelium die Kraft Gottes, die rettet. Und dieser Weg des Evangeliums, dieser Weg des geistlichen Lebens macht dich nicht immer ein bisschen komischer, noch ein bisschen religiöser, mit noch ein bisschen mehr Macken. Es gibt so Leute, ein bisschen eigenwilliger, aber dafür noch auf noch eine Konferenz mehr oder noch eine Israelfahne mehr oder irgendeine Statue mehr oder da noch irgendwie ein besonderes Öl und so. Aber menschlich immer komischer, immer verklemmter. Ich sag dir, ein authentischer Weg mit Jesus, der macht dich normaler, er macht dich entspannter, er macht dich ganzer, er macht dich echter, ja? Er macht dich genussfähiger, er macht dich leidensfähiger und er macht dich liebesfähiger. Und dass wir nächstes Jahr, wenn wir uns wieder treffen, auf diesem Weg ein Stück weiter sind, dann haben wir, wenn du ganz kleine Schritte gehst mit ein paar anderen Leuten zusammen, wenn ich ein paar Schritte gehe mit anderen Leuten zusammen und jemand anderer auch wieder mit anderen Leuten zusammen, dann haben wir, ohne es zu sehen, auf diesem Weg eine erhebliche Strecke zurückgelegt. Und es ist eine Strecke, die wir nicht getrennt voneinander, sondern in Liebe und in Herzen, Psalm 133, brüderlich verbunden in Einheit, so lange gemeinsam gehen wollen, bis dieses duftende Öl der Salbung und dieser Tau der Gnade Gottes auf unseren Bergen und auf unseren Städten in Europa niedergeht, denn der Herr tut etwas Neues in Europa.